So, wir setzen fort mit den Aktivitätsdiagrammen. Aktivitätsdiagramme sind eine Möglichkeit, Prozessmodelle abzubilden, kommen aus der Softwarewelt heraus. Und zwar sind die Teil der sogenannten UML, der Unified Modeling Language. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, sollte zwar ohnehin in anderen Lehrveranstaltungen, vor allem im Software Engineering ohnehin auch kommen, aber die UML ist gibt es jetzt seit mehr als 20 Jahren, ist eine Sammlung von aufeinander abgestimmten Modellierungssprachen, die dafür konzipiert sind, unterschiedliche Aspekte eines Software-Systems abzubilden. Auf der einen Seite aus Sicht der Struktur, auf der anderen Seite aus Sicht des Verhaltens. Diese Unterscheidung haben wir auch bei der Organisationsmodellierung getroffen. Also sowas wie ein Klassendiagramm in der UML zum Beispiel, das beschreibt, wenn man objektorientiertes Software-System baut, welche Klassen, also Elemente, in denen der Programmcode enthalten ist, es denn dort gibt und wie die zusammenhängen. Das wäre eine Strukturmodellierung. Ein Aktivitätsdiagramm auf der anderen Seite wäre dann eine Verhaltensmodellierung. Gleichzeitig bietet uns die UML unterschiedlich Technik- oder Organisations- bzw. usernahe Modellierungssprachen an. Es geht sehr technisch, zum Beispiel im Bereich der Verhaltensmodellierung, sowas wie das Timing-Diagramm, mit dem man wirklich beschreiben kann, wie irgendwelche Signale auf der Leitung übertragen werden und wie das Timing dort die Abstimmung ausschaut. Auf der anderen Seite was sehr benutzernahes, nämlich zum Beispiel das Use-Case-Diagramm, also wo man einen Anwendungsfall eines Systems beschreiben kann, beziehungsweise auch das Aktivitätsdiagramm, das sehr detailliert ermöglicht, das Verhalten sowohl des Systems als auch der Benutzer beziehungsweise deren Zusammenspiel zu beschreiben. Und deswegen verwenden wir auch das Aktivitätsdiagramm oder lässt sich das Aktivitätsdiagramm auch zur Prozessmodellierung verwenden, auch wenn es nie wirklich im Detail dazu designt war, organisationale Prozesse abzubilden. Das ist genau auch der Grund, warum irgendwann einmal die BPMN, die wir uns dann im nächsten Thema anschauen werden, designt wurde. Die BPMN stammt von der gleichen Standardisierungsorganisation, der OMG, der Object Management Group. Also die haben auf der einen Seite die UML und da ist aufgefallen, dass die UML zwar gut geeignet ist, um Software-Systeme zu spezifizieren, dass es aber an Konstrukten fehlt, um wirklich organisationale Phänomene abzubilden und deswegen ist dann die BPMN gekommen. Das Aktivitätsdiagramm wurde aber, bevor die BPMN eingeführt wurde, sehr lange dazu verwendet, um auch Geschäftsprozesse abzubilden. Und weil wir vorhin gesagt haben, wir nehmen eine historische Perspektive auch ein hier in diesem Themenbereich, schauen wir uns jetzt zuerst die BPMN an. Was die BPMN kann, die BPMN, das Aktivitätsdiagramm an. Was das Aktivitätsdiagramm kann in Ergänzung zu der EPK ist explizit Kommunikationsvorgänge abzubilden. Das heißt, wir finden hier Konstrukte oder ein Konstrukt, das es ermöglicht, verteilte Prozesse explizit zu beschreiben, wo wir in der EPK noch einen impliziten Kommunikationsvorgang hatten, indem wir gesagt haben, ja, bei der einen Funktion ist bestimmte Person zuständig und bei der anderen Funktion ist eine andere Person zuständig, dann wissen wir irgendwo, dazwischen muss Kommunikation passieren, erlaubt uns jetzt das Aktivitätsdiagramm, das auch tatsächlich in der Praxis im Modell abzubilden. Noch nicht so flexibel und mächtig, wie das später in der BPMN der Fall sein wird, aber das Konzept wird hier zum ersten Mal eingeführt und deswegen schauen wir uns das hier auch nochmal an. Gut, wir beginnen einmal mit den Basics. Im zweiten Schritt werden wir dann nochmal auf diese Kommunikationsmodellierung eingehen. In den Basics haben wir Elemente, die wir so ähnlich schon aus den Flowcharts kennen. Das betrifft jetzt und auch aus den EPKs sowas wie Start- und Endknoten. Das heißt, wir können kennzeichnen, wo der Prozess beginnt, wo er endet. Wir haben dann etwas, das sich Aktion nennt, das ist das, was bei einer EPK eine Funktion wäre, also die Tätigkeit des Systems oder des Benutzers, den Ablaufpfeil, der wieder die Kausalität herstellt und dann können wir, so wie bei EPKs, also bei Flowcharts und bei EPKs Entscheidungen treffen, beziehungsweise so wie bei der EPK, was bei dem Flowchart noch nicht ging,
eine Parallelisierung einführen. Das ist das sogenannte Split-Join-Element. Split-Join meint oder ist dann eingeführt worden, weil auch die Rechner, also wir modellieren Software-Systeme, weil die Rechner dann auch die Möglichkeit bekommen haben, nebenläufig Software auszuführen. Sowas wie Multitasking, sowas wie Hyperthreading war auf einmal möglich und dann war es auch notwendig, parallele Abläufe modellieren zu können in einem Software-System, was wir bei Flowcharts ja historisch gesagt haben, war noch nicht notwendig, beziehungsweise ist nicht mitgedacht worden, deswegen gab es das dort nicht. In der EPK haben wir das schon kennengelernt, als das Und-Element. Das Und, das, also die Und-Verzweigung, die den Kontrollfluss in unterschiedliche Zweige aufspaltet. Und genauso verwenden wir hier auch das Split-Join. Die zwei weiteren Elemente sind die Signale, gesendetes und empfangenes Signal. Das werden wir uns dann anschauen, wenn es dann um die Kommunikationsmodellierung geht. Beginnen wir mal mit den Basiselementen, auch die Partition und das Datenobjekt schauen wir uns später an. Beginnen wir mit den Basisbeispielen. Wieder das einfachste Aktivitätsdiagramm, das wir zeichnen können. Ein Startknoten, ein Endknoten, den brauchen wir und dazwischen eine Aktivität. Oder eine Aktion, sorry, beim Aktivitätsdiagramm vielleicht wichtig. Wir sprechen von einem Aktivitätsdiagramm, weil das, was wir beschreiben, als Aktivität bezeichnet wird. Und eine Aktivität besteht aus vielen Aktionen. Also es ist nicht so, dass diese Kästchen, die wir hier haben, die Aktivitäten wären. Nein, das gesamte Diagramm beschreibt jeweils eine Aktivität. Ich kann dann natürlich mehrere Diagramme haben, wenn das System mehrere Aktivitäten anbietet. Grundsätzlich ist aber jedes einzelne Kästchen dann eine sogenannte Aktion. Wenn wir jetzt die Verzweigung einsetzen, dann ist es von der Modellierung her so ähnlich wie beim Flowchart. Das heißt, wir schreiben die Bedingungen auf die Kanten. Wo es beim Flowchart noch Ja oder Nein war, gibt es jetzt hier die Möglichkeit, explizit Bedingungen zu formulieren und es können auch mehr als zwei sein. Das heißt, wir können mehrere ausgehende Zweige haben. Wir erinnern uns, bei der EPK haben wir diese Bedingungen durch Ereignisse abgebildet. Hier vermerkt man es wieder, so ähnlich wie beim Flowchart, direkt auf der Kante. Das heißt, wenn so eine Verzweigung modelliert wird, dann muss auf jeder ausgehenden Kante eine Bedingung angebracht werden, mit der entschieden werden kann, welche Kante wir gehen. Diese Bedingungen müssen sich gegenseitig ausschließen. Ja, es ist eine Verzweigung, es darf nur einer der Zweige tatsächlich zum Zug kommen. Im konkreten Fall hätten wir jetzt wieder die Investitionssumme als Entscheidungskriterium unter 1.000 Euro, dann wären wir hier, zwischen 1.000 und 10.000 Euro, dann wären wir hier und über 10.000 Euro, beziehungsweise über 9.999 Euro, dann wären wir im dritten Zweig. Und irgendwo läuft es wieder zusammen und dann endet der Prozess. Das Split-Join, die Schleife vorher modellieren wir ähnlich wie bei den anderen beiden Modellierungssprachen. Wir nehmen eine Verzweigung und formulieren zwei unterschiedliche Bedingungen, wobei eine dieser Bedingungen im Prozess weiter nach oben springt und deswegen die Aktion, die da drinnen angebracht ist, erneut ausführt. Also auch hier wieder gleich wie bei der EPK, das Antrag bearbeiten, das mehrfach passieren kann und wir entscheiden, je nachdem, ob noch weitere Anträge vorhanden sind oder nicht, beenden wir den Prozess oder wiederholen diese eine Aktion, die da angebracht ist. Beim Split-Join jetzt aber tatsächlich haben wir die gleiche Semantik wie bei der Und-Verzweigung in der EPK. Wir kommen zu einem Split-Element, also das Element nennt sich Split-Join, weil es einmal als Split verwendet wird. Hier spalten wir also den Kontrollfluss auf in den einen Zweig und den anderen Zweig. Beide lösen gleichzeitig aus. Beide Aktionen werden ausgeführt, also wir prüfen den Antrag und wir prüfen die Beilagen. Das kann man unabhängig voneinander machen. Wichtig beim Split-Join, genauso wie beim Und-Element, wir drücken damit inhaltlich aus, dass die Aktionen, die in den unterschiedlichen Zweigen angebracht sind, keinen inhaltlichen, sachlich logischen Zusammenhang haben. Das heißt, wäre die Antragsprüfung und die Beilagenprüfung inhaltlich voneinander abhängig, dann dürfte man das hier so nicht modellieren. Hiermit sagen wir aus, dass man die Beilagen tatsächlich vollständig unabhängig vom Antrag prüfen kann. Und wenn wir das gleiche Element als Join-Element anbringen, so wie es hier der Fall ist,
dann heißt das semantisch, also inhaltlich von der Modellbedeutung her, dass wir warten, bis alle Zweige, die dort zusammengeführt werden, an dieser Stelle eingetroffen sind, also wirklich alle Aktionen, die in jedem Zweig angebracht worden, fertig sind, und erst dann geht es weiter, und in diesem Fall endet dann auch unmittelbar der Prozess. Genau, das soll für jetzt mal reichen. In einem zweiten Schritt schauen wir uns jetzt noch diese Kommunikationsmodellierung detaillierter an. Wird relativ kurz sein, aber die Konzepte sind neu und fügen dem bisherigen einen zusätzlichen Aspekt, nämlich diese Kommunikationsmodellierung und die Verwendung von Signalen, hinzu.